Hey ho Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Subvideo. Heute gibt's mal wieder ein Subvideo, das bedeutet, ich zeige euch meine ungelesenen Bücher, meinen Stapel ungelesener Bücher. Und ich habe es jetzt mal durchgezählt, ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt und bin jetzt bei 138 angekommen. Ja, und wie ich schon in meinem Vlog vor ein paar Wochen gesagt habe, will ich daran arbeiten und will ihn abbauen, aber jetzt zeige ich euch erstmal die Bücher. Ich denke, ich sage nicht so mega viel zu jedem einzelnen Buch, weil ich einfach nicht möchte, dass das Video so extrem lang wird. Gut, dann fangen wir an mit dem ersten Buch, was ich hier liegen habe, und zwar ist das Vanishing Girls von Lauren Oliver. Dann The Rest of Us Just Live Here von Patrick Ness. Ich glaube, das kommt bald auch auf Deutsch raus. Reawakened von Colleen Hauck. The Sin Eater's Daughter von Melinda Salisbury, und das wird bald auch auf Deutsch übersetzt, und die haben sogar das englische Cover übernommen und es ist sehr, sehr schön, aber es soll nicht so gut sein, habe ich gehört. Every Day von David Levithan. It's Not Summer Without You von Jenny Hahn. Die Sehnsucht des Vorlesers von Jean-Paul Didier Laurent. Ich kann kein Französisch leider. Das Lied der Dunkelheit von Peter V. Brett. Grasshopper Jungle von Andrew Smith. Die Stadt der träumenden Bücher von Walter Mörs, und ja, dazu werde ich bestimmt wieder einige Kommentare von euch bekommen, weil ich jedes Mal, wenn ich dieses Buch in die Kamera halte, Kommentare dazu bekomme, dass ich es unbedingt lesen soll, und ich glaube auch, dass es mir gut gefallen wird. Mal sehen, ob es dieses Jahr endlich mal den Weg vom Sub runter findet. Dann hier eine ganze Trilogie von Jenny Hahn und Siobhan Vivian, und zwar Auge um Auge, Huch, Feuer und Flamme und Asche zu Asche. Memory, Stadt der Träume von Christoph Marzi. 1984 von George Orwell. An Abundance of Catherines von John Green. The Sky is Everywhere von Jandy Nelson. I'll Give You the Sun von Jandy Nelson. Seeker von Arwen Ellis Dayton. The Casual Vacancy von J.K. Rowling. Battle Royale von Kouo Shun Takami. The Darkest Part of the Forest von Holly Black. Amy on the Summer Road von Morgan Madsen. Die Der Goldene Kompass Trilogie von Philip Pullman. Leben im Käfig von Reik Thorstadt. Red Rising von Pierce Brown. Steelheart von Brandon Sanderson. Traumweber von Iren Vescuri. Dark Love, Ich darf dich nicht lieben von Estelle Mascame. Ich weiß es nicht. Sakrileg von Dan Brown. Numbers von Rachel Ward. Illuminae von Amy Kaufman und Jake Kristoff. Natürlich bohrt mein Vater jetzt gerade draußen rum. Geilo. Ich drehe das Video aber jetzt trotzdem, weil ich es sonst nie drehen werde. Grauwacht von Robert Corvus. Der Übergang von Justin Cronin. Four, A Divergent Collection von Veronica Roth. Queen of Clouds, Die Wolkentürme von Susanne Gerdom. Die Chroniken von Anbeginn, Emerald von John Stevens. The Witch Hunter von Virginia Booker oder Böcker oder weiß ich nicht. Das ist auch auf Deutsch übersetzt worden. Ich glaube, das gibt es schon. Und ja, ich glaube, es soll gut sein. Starters von Lissa Price. All I Know Now von Carrie Hope Fletcher. Die Elenden bzw. Les Miserables von Victor Hugo in zwei verschiedenen Ausgaben. A Thousand Nights von E.K. Johnston. Band 1 und 2 von Silber von Kerstin Gier. Magonia von Maria Davana Hadley. Arkadien erwacht von Kai Meyer. Daughter of Deep Silence von Carrie Ryan. Shining von Stephen King. Life as We Knew It von Susan Beth Pfeffer. Wonder von R.J. Palacio. The Cage von Megan Shepard. The Girl at Midnight von Melissa Gray. Die Brücke der Gezeiten, ein Sturm zieht auf von David Hare. Rise von Andrea Kramer. World After von Susan E. The Retribution of Mara Dyer von Michelle Hodkin. Through the Evernight von Veronica Rossi. Lola and the Boy Next Door von Stephanie Perkins. Skullduggery Pleasant Band 2 und Band 9. Band 9 habe ich mir ja auf der Buchmesse gekauft, weil Derek Landy da zum Signieren war. Huch! Und ich hatte meine anderen Bücher vergessen, also musste ich Band 9 im Hardcover kaufen, um das hier zu bekommen. Aus Licht gewoben von Alexandra Bracken. Es duftet nach Sommer von Huntley Fitzpatrick. Shadow Falls Camp, Geboren um Mitternacht von C.C. Hunter. P.S. I Still Love You von Jenny Hahn. Das ist ein zweiter Teil, von dem ich den ersten nicht besitze. Habe ich auch von der Buchmesse, da gab es den für ganz, ganz günstiges Geld und ich dachte mir, ja, nehme ich mal mit. Harper Lee, Wer die Nachtigall stört. The Kill Order von James Dashner. Pride and Prejudice von Jane Austen. Dracula von Bram Stoker. Die Flammende von Kristen Cashaw. The White Rose von Amy Ewing. Gone, Verloren von Michael Grant. A Wicked Thing von Rhiannon Thomas. Let the Sky Fall von Shannon Messenger. Party von Tom Levine. Der Ruf des Kuckucks von Robert Galbraith. Der Schatten des Windes von Carlos Ruiz Zafón. Weiß einfach immer noch nicht, ob ich seinen Namen richtig ausspreche, und ich spreche ihn seit 3 Jahren so aus. Eye Boy von Kevin Brooks. Legend von Mary Lou. Between the Notes von Sharon Huss Wrote. Liebten wir von Nina Blajon. Lillesang von Nina Blajon. Mystic City von
von Theo Lawrence. The Ultimate Hitchhiker's Guide von Douglas Adams mit den 5 kompletten Romanen dieser Reihe. Das ist Per Anhalter durch die Galaxis, für die, die es nicht wissen. Dann die Komplettausgabe von Narnia mit allen 7 Bänden von C.S. Lewis. Das Lied von Eis und Feuer, Zeit der Krähen, der 7. Band von Game of Thrones von George R.R. Martin. Er ist wieder da von Timur Vermes, aber das höre ich gerade momentan als Hörbuch auf Spotify und ich finde es bisher ultra lustig, aber ich bin noch nicht ganz so weit, ich komme auch nicht so schnell weiter, aber es ist wirklich cool, weil das wird ja von Christoph Maria Herbst gesprochen und es ist wirklich witzig. Infernale von Sophie Jordan, Black Hearts von Nicole Kesterman, Die Hüterin Midgards von Ivo Pala, die komplette Wolkenvolk-Trilogie von Kai Meier, also Seide und Schwert, Lanze und Licht und Drache und Diamant. Und ich habe tatsächlich bisher noch nie bewusst ein Buch von Kai Meier gelesen. Das ist auch traurig, oder? Ascheherz von Nina Blajon. Salvage von Andrea Duncan. Forbidden von Tabitha Suzuma. Grisha, Goldene Flammen von Leigh Bardugo. Die Berufene von M.R. Carey. Zwölfwasser zu den Anfängen von E.L. Greif. Through the Dark von Alexandra Bracken. Inferno von Dan Brown. Auf Umwegen von Andrew Smith. Mein bester letzter Sommer von Anne Freitag. Der Fluch von Scarborough Fair von Nancy Whirlin. The Orphan Queen von Jodie Meadows. Rockaholic von C.J. Skews. Walk on Earth a Stranger von Ray Carson. Lady Midnight von Cassandra Clare und ich freue mich so darauf, es bald zu lesen. Das wird mein nächstes Buch. Light and Darkness von Laura Kneidl. Das Licht der letzten Tage von Emily St. John Mandel. Schneeelfenherz von Sanja Schwarz. Wandering Star von Romina Russell. Die Bienen von Laleen Paul. Be With Me von Jalen. Challenger Deep von Neil Schusterman. Days of Blood and Starlight von Lainey Taylor in 2 verschiedenen Ausgaben, weil ich die englischen Cover so wunderschön finde. Raum von Emma Donoghue. Eisprinz und Herzbube von Elena Losian. Carry On von Rainbow Rowell. Passenger von Alexandra Bracken. Und zu guter Letzt die komplette Percy Jackson-Reihe. Ich habe hier den englischen Schuber. Und ja, das waren alle meine ungelesenen Bücher. Wuhu, wir sind durch. Ja, es sind ganz schön viele. Ich habe hier jetzt schon wieder ein Chaos um mich herum und muss das gleich alles wegräumen. Vielleicht drehe ich gleich noch das Video zu meinem Frühlingssub und ja, erkläre euch dann ein bisschen, was das ist. Und sonst war es mir eine Ehre, euch meinen Sub präsentiert zu haben. Und wir sehen uns dann in einem halben Jahr wieder. Nein, also wir sehen uns schon eher wieder, aber ein neues Sub-Video gibt es erst in einem halben Jahr. Und ich hoffe, dann ist der ein bisschen niedriger. Bis dann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Obwohl ich nicht so viel gesagt habe dazu. Ihr könnt mir ja mal Vorschläge da lassen, was ich unbedingt als nächstes lesen soll, wenn ihr schon irgendwas hiervon gelesen habt. Und ja, das war's dann auch. Tschüss!